Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe euch über Instagram gebeten um ein paar Videovorschläge und viele von euch haben geschrieben, die würden gerne eine Morgen- bzw. eine Abendroutine von mir sehen. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich doch diese beiden Videos. Und ich würde sagen, heute zeige ich euch meine Morgenroutine und am Donnerstag zeige ich euch meine Abendroutine. Und ich werde jetzt nicht so viel reden, also drumherum reden und zeige euch einfach, wie meine Morgenroutine aussieht. Ich stelle mir in der Regel zwei Wecker. Der erste klingelt um 7.30 Uhr. Den mache ich auch immer relativ schnell aus. Dann drehe ich mich nochmal um und der nächste klingelt dann 5 Minuten später. Diese 5 Minuten brauche ich, um einfach einen klaren Kopf zu bekommen, richtig wach zu werden. Und die Zeit nehme ich mir auch. Nachdem ich richtig wach geworden bin, binde ich mir die Haare zu, meistens zu einem Dutt, damit die einfach aus meinem Gesicht raus sind. Und bevor ich richtig aufstehe, trinke ich erstmal ein Glas stilles Wasser. In der Regel trinke ich Leitungswasser. Das Glas stelle ich mir schon am Abend vorher an mein Nachttischschränkchen und das ist so mein Morgenritual. Ich trinke immer ein Glas Wasser, damit mein Stoffwechsel richtig anfangen kann zu arbeiten und mein Magen sich schon vorbereitet. Dann ziehe ich mir meistens meinen Bademantel an und kann dann in den Tag starten. Vom Weg vom Schlafzimmer in die Küche sehe ich meistens Chaos. Geschirr muss gespült werden, was auch immer. Das erledige ich immer, bevor ich auf die Toilette gehe oder so. Das ist so, ja, ich würde sagen, ein Knacks von mir. Ich muss erstmal alles ordentlich haben, bevor ich mich fertig machen kann. Und ja, meistens mache ich auch noch die Waschmaschine an oder fülle mir schon mal meine Sodastream-Flasche für die Arbeit auf oder mache mir mein Essen in die Tupperdose rein. Nachdem alles sauber ist, gehe ich endlich ins Badezimmer. Das erste, was ich mache, ist mein Gesicht einfach mit Wasser waschen. Da benutze ich jetzt auch keine großen Produkte oder so, einfach Wasser. Nachdem ich mein Gesicht abgetrocknet habe, benutze ich meine Tagespflege. Und zwar ist das die Tagescreme von Nivea, die Urban Skin. Die trage ich dann gründlich in meinem ganzen Gesicht auf und auf jeden Fall im Dekolleté und Halsbereich. Da ich ja mit den Zehen nachts knirsche, muss ich über Nacht immer eine Spange tragen. Die entferne ich schon mal, lege sie an mein Waschbecken, weil nach dem Frühstück putze ich mir dann die Zähne. Dann setze ich mich meistens an meinen Schminktisch und fange an, mich zu schminken. Momentan benutze ich nicht viel Make-up, das geht also relativ schnell. Als erstes trage ich meinen Concealer auf, dann verblende ich das alles mit meinem Beauty Blender. Dann noch etwas Rouge, Puder, die Augenbrauen in Form bringen und die Wimpern tuschen. Und Highlighter darf natürlich nicht fehlen. Nachdem ich fertig bin mit Schminken, muss ich meinen Schminktisch aufräumen bzw. alles an seinen richtigen Platz wieder stellen bzw. legen, weil ich könnte nie im Leben aufstehen und meinen Schminktisch ohne alles aufgeräumt zu haben. Dann habe ich mal wieder die Qual der Wahl. Was ziehe ich heute an? Wie ihr sehen könnt, das ist mein New Yorker Kleiderschrank. Dort befinden sich nur Klamotten von New Yorker. Heute entscheide ich mich für einen Rock mit einem Top. Und ja.
So sieht mein Outfit of the Day heute aus. Ganz leger, locker, draußen ist warm. Jetzt mache ich mich an das Bett. Bett machen ist wichtig, dadurch sieht die Wohnung bzw. das Zimmer schon tausendmal ordentlicher aus. Und das muss gemacht werden. Wenn ich fertig bin, hänge ich meinen Bademantel wieder zurück und werde mir erstmal einen Kaffee machen. Kaffee muss sein, ich trinke meinen Kaffee schwarz mit 2 Löffel Zucker. Und ich brauche jeden Morgen mein Frühstück. Vor der Arbeit frühstücke ich immer. Wie ihr wisst, leide ich an einer Herzrhythmusstörung und ich habe auch oft Probleme mit Schwindel und Übelkeit. Also das habe ich schon seit meiner Kindheit. Deswegen muss ich immer frühstücken, damit mein Kreislauf in Schwung kommt. Und hier mache ich mir jetzt gerade 2 Brötchen. Dann gehe ich meistens ins Wohnzimmer, setze mich auf die Couch, schalte den Fernseher an und frühstücke gemütlich. In der Regel habe ich morgens eine halbe Stunde, um zu frühstücken und Kaffee zu trinken. Dann gucke ich meistens Nachrichten oder irgendwelche Dokus. Wenn ich fertig bin mit Essen, tue ich meinen Teller wieder weg und gehe ins Bad, putze mir die Zähne. Immer schön gründlich. Wichtig ist es, die Zunge mitzuputzen. Dann anschließend putze ich auch meine Beißschiene. Dann mache ich mich an meine Frisur dran, beziehungsweise an meine Haare. Heute mache ich mir einen halben Dutt sozusagen. Das heißt, die untere Partie von meinen Haaren bleibt offen. Aber vorher sprühe ich mir ein Doppelelixier auf die Haare. Das ist ein Öl, damit die Spitzen frischer aussehen, dann teile ich mir die Haare in 2 Partien auf. Die obere mache ich zu einem Zopf. Und dann mache ich einen Dutt. Dafür habe ich ja so ein Dutt-Teil, leider weiß ich nicht, wie es heißt, aber das habe ich mir bei Amazon bestellt. Wenn ihr merkt, dass eure Haare elektrisieren, so wie in meinem Fall, sprühe ich einfach noch ein bisschen von meinem Doppelelixier. Ihr könnt natürlich auch Handcreme nehmen. Und dann lege ich mir noch meinen Schmuck an. Deo darf natürlich nicht fehlen. Hier benutze ich eins von Rexona. Und zum Schluss kommt noch mein Parfüm. Da benutze ich das C von Giorgio Armani. Und fertig ist meine Morgenroutine. Ja, so sieht meine Alltagsmorgenroutine aus. Also ich arbeite eigentlich in 3 verschiedenen Schichten, aber in der Regel stehe ich um 7.30 Uhr auf, wie ihr gesehen habt. Und ja, so sieht mein ganz normaler Wochenalltag aus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem noch gerne einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir jederzeit eure Videovorschläge unten in die Kommentare schreiben und darüber werde ich mich auch sehr freuen, weil dann nur so weiß ich, was euch interessiert bzw. was ihr von mir gerne sehen möchtet. Und wie gesagt, am Donnerstag kommt dann mein Abendroutine-Video online.